Jetzt ist der Kompressor wieder aus und ich glaube, jetzt komme ich nach wie vor oder ich komme jetzt ziemlich natürlich rüber, oder? Das könnt ihr mir sicherlich mal unten in die Kommentare schreiben. Aber erstmal willkommen bei mir, dem Thorsten, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Und warum heißt dieses Video eigentlich Outtakes? Das will ich euch also nicht im Anschluss zeigen, sondern das will ich euch gleich mal zeigen. Denn ich fummel immer ganz gerne an meinem Mikro rum, versuche mal ein bisschen was zu verschlimmbessern. Kompressor rein, Kompressor raus, Noise Gate, Filter, Rauschunterdrückung, allen Scheiß. Ich probiere einfach mal alles aus. Aber was ich noch gar nicht ausprobiert habe, muss ich sagen, hier bei Clash of Clans ist Folgendes. Und zwar die Funktion, ich glaube, ihr kennt die, ihr habt das in den Patch Notes gelesen, aber ich habe sie noch nie angewandt. Wir haben jetzt hier die Clanburgen, die wir zu befüllen haben und ja, natürlich. Hier hat wieder mein Zehner gespendet. Ich kann jetzt als Leader die Dinger rausnehmen hier. Ich habe das auch total verkannt und also ich habe es irgendwie, ja, irgendwie nicht mehr ganz im Blick gehabt und kann natürlich hier jetzt die ganzen Truppen, ja, ich meine, jetzt hat sich natürlich jemand die Mühe gegeben, hat hier viele, viele Truppen reingepackt, aber wir wollen ja doch Max-Truppen haben und deswegen hole ich die alle wieder raus hier und dann hat derjenige leider so ein bisschen nicht ganz umsonst gebaut, ja. Ich meine, er hat sie gebaut, gespendet, sie gehen ja immer noch nicht aufs Spendenkonto. Ist eigentlich auch nicht richtig. Hier ist auch eine Hexe drin, die nicht ganz maxed ist. Aber kann ich da nicht eine Hexe reinspenden? Ich glaube, ich kann eine Hexe, ja, machen wir mal. Ich kann, meine werden maxed. Ich habe die auf 4. So passt das. Ice Golem, ja, der wird leider bei mir noch nicht maxed. Den werde ich mir wahrscheinlich aber hochhämmern. Ich habe ja jetzt ein paar Hämmer dazu bekommen. Und ich mache das mal eben fertig, Leute. 30, 25, hier ist alles Max, da ist alles Max. So passt es. Aber jetzt guckt erstmal, also ich hab gestern auch mal wieder rumgefummelt, das Ganze noch vorm Stream. Das zeige ich euch jetzt mal. Ungeschnitten, also ich habe es natürlich, ich habe es aufgenommen, aber ich habe es dann, das ist eine Aufnahme für mich zum Überprüfen, wie hört sich das an. Und ich spreche ganz normal mit mir. Ich wollte euch das einfach mal zeigen, um zu sehen, wie ungefiltert das jetzt mal so rüberkommt, wenn ich so aufnehme, ein bisschen was teste. Also ich habe dann auch kein Licht an, das werdet ihr auch sehen. Ihr werdet so ein bisschen Facecam sehen, aber komplett ohne Licht. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ich mache auch einen coolen Angriff dabei, kann ich euch sagen. Und die ein oder andere kleine Passage habe ich vom Sound her ganz rausgeschnitten, weil da wird es mal wieder so ein bisschen komisch. Und das wollte ich euch dann doch nicht antun. Aber das ganze Ding kommt komplett ungeschnitten jetzt. 8 Minuten Outtakes. So, ich habe irgendwas live hier. Irgendwie klickt man da immer falsch drauf. Aber ich sehe den Angriff eigentlich jetzt schon sowieso. Okay, oh, da habe ich jetzt gerade schon wieder das böse Zeichen. Das kam aber jetzt von Clash of Clans und nicht von mir. Da ist es schon wieder. Ah ne, jetzt habe ich das auch gerade im PC gehabt. Im PC habe ich das nie. Also ich habe jetzt festgestellt, ich hatte ja einen Disconnect heute oder gestern Abend. Mein WLAN, wenn das von, weil ich habe einen Access Point hier direkt hinter der Tür und ab und zu springt das Tablet hier auch mal in den 5 GHz Bereich. Da muss man sowieso schon sehr, sehr, sehr nahe dran sein. Und das ist wahrscheinlich ein Problem. Slenderman macht aber hier, glaube ich, ganz gut 3 Sterne. Das müsste eigentlich reichen. Queen kann er noch zünden. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier auf die Base. Hier war das jetzt. Das war jetzt 10 hier. Ich muss noch ein bisschen höher. Und, scheiße, die Bombe da. Okay. Aber ganz gut gemacht. Ich glaube, das könnten 3 Sterne werden, oder? Ja, das wären 3 Sterne. Easy. Geil. Sauber, Herr Slenderman. Gut, gut gemacht. Guter Slenderman. Guter Slenderman gemacht, ne? Hat er gut gemacht, der Slenderman. So, ich hole mir jetzt erstmal einen Pilz nach oben. Wir führen hier in jedem Fall. Ich bin echt mal gespannt, wie ich das hier jetzt verteile. Ich ziehe dann irgendwann noch mal ein Resümee von diesem ganzen. Von dem ganzen Clankrieg hier. Wir haben jetzt schon 18 Uhr. 18 in 3 Stunden gehe ich schon online.
So eine Scheiße. So, wie lange geht der alte Clankrieg hier jetzt noch? 17 Minuten, das ist nicht sein Ernst. Scheiße. 17 Minuten. Okay. 7 Minuten. 11. Spells habe ich alle. Helden habe ich auch alle. Alles klar. Okay, dann können wir eigentlich reingehen. Felsenwerfer habe ich dabei, das habe ich dabei. Den Warden stelle ich mal noch auf Luft. So steht er auf Luft. Und wenn ich jetzt die Base mache, mein Gegenüber, da ist er. Dann hatte ich mir eigentlich gedacht, ich hole mir das Rathaus mit den Helden, oder? Ich weiß nicht genau, ob ich mir das Rathaus jetzt mit dem Helden hole oder eher nicht. Oder eher irgendwas, das weiß ich jetzt noch nicht. Muss ich mal checken. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir mit den Helden... eine Luftabwehr hole. Vorher nehme ich einen Machttrank. Ich nehme heute mal einen Machttrank, Leute. Ich nehme einen Machttrank. So, Boost Army. Boost Helden. Zack. Geil. So, Boost Helden, Boost Helden, Heldenboost. Habe ich da noch was von Heldenboost eigentlich? Ah, ich habe nur noch 4, okay. Alles klar, dann gehen wir mal rein. Und die 6 wollte ich machen. 6 auf 6. Los geht's. Okay, es wäre ganz schön, wenn wir uns die Luftabwehr da holen. Und dann machen wir das jetzt auch mal. Zack, zack, zack. So, der steht auf jeden Fall nach oben. Das ist schon mal ganz gut. Und ich würde sagen... wir starten da mit unserem King und Queen. Schauen wir mal, dass wir uns da die Luftabwehr holen. Das sieht aber schon mal ganz gut gefunnelt aus hier. So. Einmal Luftabwehr. Zack, da geht die Luftabwehr schon mal weg. Das ist super. Dann. Ein darauf. Und ganz viele von denen darauf. So. Nochmal gefrieselt. Dann können wir die zünden. Und fangen hier mit den Drachen an. So. Noch ein Drachen dabei. Da haben wir hier schon mal nichts gefressen hier. Das ist super. Felsenwerfer hier mit rein. Und die Jungs da mit rein. Und jetzt habe ich natürlich nur noch einen einzigen Wut. Alles klar. Nur noch einen einzigen Wut, aber das ist schon mal gar nicht mal so schlecht hier. Alter. Oh, ich sehe schon, meine Dinger da haben richtig was rausgenommen. Das ist natürlich krass. Das ist natürlich richtig krass. Kann man nicht anders sagen, aber die werden jetzt alle mal eben aufgehalten da. Das macht aber noch nichts. Wo ist mein Warden? Ach, jetzt... wo ist denn mein Warden eigentlich? Alter Falter, wo ist mein Warden? Ich meine, die kriegen keinen Beschuss da jetzt in der Mitte, ne? Die kriegen keinerlei Beschuss da in der Mitte. Und ich müsste eigentlich jetzt nur dem Warden die Jungs hier mal zünden. 2 Sterne haben wir schon mal. Und meine Loons, die fliegen da so ganz behende rum. Zack, los. Ihr Dinger da, haut da mal richtig rein, Leute. Ah, das ist immer so langsam. 10 Sekunden noch, 11 Sekunden noch. Jetzt gehen die erstmal darauf. Kommt, Leute, schießt. Bäm, jawohl. Und hier hinten haben wir... oh, da ist nicht mehr viel da hinten. Da ist noch ein Drachen. Das ist ja geil, da ist noch ein Drachen. Und der macht hier jetzt auch alles weg. Komm. Es ist keine Defense mehr da, Leute. 46 Sekunden noch, ihr habt nichts vergessen. Sauer, das wären 3 Sterne. Ah, mit Elektro, da habe ich noch nie 3 Sterne geholt. Alter. Boom. Sehr geil. So. Mit Bola. 1, 2, 3, 4, 5. Bola. Das hier. Und gut, Gift meint er bestimmt. Gift 40k. Schöner Angriff.
Danke. Oh, Käse. Jetzt habe ich zwar einen Machthang, aber ich glaube, das macht nichts. Eins, zwei, den. So, dann kann er alles mal laufen hier. Also nochmal schöne 3 Sterne hier gemacht vom Toto. Mit Elektrodrachen. Geil. Geile Scheiße, ey. Geile Scheiße. Und wie viel EP wir schon wieder kriegen? Alter, 1280. Ist das der Hammer oder was? Leer machen. So, ich kaufe mal eben so einen kleinen Schutz hier. Schutz 2 Stunden. Zack, 10 Games weg. Bäm. Ja, so sieht das aus, wenn ich mal ein bisschen was teste. Und aber wie gesagt, ich wollte das einfach mal für euch nicht nur festhalten, sondern das einfach auch mal zeigen. Ich glaube, ich bin ganz authentisch. Wie du und ich, sage ich mal, wenn wir uns auf der Straße begegnen, dann ganz, ganz natürlich auch mal ohne Brille sitze ich hier auch öfter mal. Es sollte, wie gesagt, einfach nur ein Test sein. Aber ich habe ja jetzt eben ein paar Truppen rausgeworfen und wollen wir die natürlich auch befüllen. Bisschen so ein paar Max-Truppen habe ich jetzt mal nachgebaut. Ich glaube, ich kann hier nach wie vor nicht alles auf Max spenden mit meinem Elfer. Ah, da kommen schon die ersten Eisgoolies. Danke, danke, danke. Sauber, sauber, sauber. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Gut, gut, gut. Voll. Wunderbar. Vielen Dank, Clan. Danke. Danke fürs Befüllen. Kann man ja mal sagen. Immer mal wieder Lob und Tadel aussprechen für einen Clan, also das mal an alle Clan-Anführer und Vizes hier. Ich bin ja nur Vize, Anführer ist ja jemand anders. Und ja, ein bisschen Clash wollen wir natürlich auch noch machen. Ich würde sagen, wir finden mal ein Match. Mal sehen, wie lange die Wolken hier jetzt so sind. Jo, den können wir mal mitnehmen, Wie machen wir den? Wie wir alles machen hier mit unseren grünen Totos. So sagt der Klaus zumindest immer. Der Klaus hat immer die grünen Totos. Ja, es ist einfach so, ich farme nach wie vor mit den Kobolden hier im Low-Level-Bereich. Aber sie sind echt effektiv, sind günstig und holen einen eigentlich immer das. Ich muss kurz mal 1-2 Mauerbrecher da reinballern, damit die da auch da reingehen zum dunklen Lager. Denn mit dem Account hier brauche ich nach wie vor alles. So, da ist kein Flächenschaden. Da müssten die das eigentlich packen. Ah, wieso packen die das nicht? Ach nee, die gehen erst darauf. Oh Leute, nicht darauf. Das Ding ist leer. Ah, naja, die hören auch auf nichts. Okay, dann nehmen wir mal den hier. Ein Mauerbrecher da und 2 da zum Öffnen. Zack. So. Ja, da habe ich jetzt gerade einen Mauerbrecher verheizt. So geht's auch. Und einmal nach da. Das passt so. Ah, der ist auch so super ausgebrannt. Das ist natürlich super. 1, 2. Ich wollte halt Mauerbrecher setzen. Gehen die noch durch? Ja, die gehen noch durch. Wunderbar. Und dann das eine Lager noch. Ja, da haben wir schon fast. Oh, da haben wir ein Goldlager. Wollen wir das? Da haben wir das Goldlager vergessen. Okay. Da haben wir das Goldlager vergessen. 1, 2. Und dann sollen die mal von da reingehen. Hallo, wo gehen die hin? Warum peilen die das Lager als erstes an? Okay, der ist auf 0. Schlagen wir den wohl? Ich glaube, den schlagen wir gerade noch. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Mal wieder weiß ich nämlich nicht, wie viel Sterne ich hier noch brauche für meinen Tagesbonus, den ich hier noch reinholen muss, scheinbar. Und dann nehmen wir auch mal die Clanburg. Ah ja, klar. Die nehmen wir. Nach wie vor bin ich gut zu meinen Leuten, hoffe ich zumindest, dass die, Leute, ihr müsst da reinspringen, dass die ihre Quest auch machen können. Und Queen ist da, die macht immer von so weit weg das Lager, ne? Aber, ja, 1 Stern haben wir, okay, 1 Stern haben wir, mehr brauchen wir nicht. Vielleicht noch das Rathaus, Queen, Rathaus. Was ballert denn jetzt gerade noch auf meine Queen hier? Ach, die macht wieder, ich weiß auch nicht, die könnte ja jetzt springen da. Aber sie macht lieber das Rathaus aus ihrer Range. Okay, das ist auch in Ordnung. Das reicht dann ja auch, passt so. Und den friesen wir mal. Ich habe
Ich wollte jetzt meine Helden nicht verlieren. Nicht ganz verlieren. So ist es ganz gut. Okay. Also haben wir hier ein bisschen reingefarmt und eben habe ich hier noch eine Frage aufgeschnappt. Mal kurz mal nachtrainen. Eben habe ich noch eine Frage aufgeschnappt. Ja, richtig. Hier wollte jemand eine Rathaus 10 Base bauen. Ich habe im Moment ja keinen Rathaus 10, aber es sind Rathaus 10er am Kommen. Das kann ich euch versprechen. Und ich habe dann einfach geschrieben, einfach mal vielleicht eine Base von einem anderen kopieren oder so. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so macht. Jemand anders bitten, eine CK-Base reinzustellen, kopieren, modifizieren zum Beispiel und dann einfach oder im Internet schauen, ist nicht so gut, die kennt dann jeder. Aber dann hat man erstmal eine. Besser eine als keine. Und der Martin ist hier jetzt reingejoint. Ich nehme mal an, irgendeinen Charakter von dem Don't Attack Me und hat seine reingestellt und dann wird er gleich wieder verschwinden. Was ist denn das für einer eigentlich? Der Martin hat auch mehrere Accounts. Okay, ist ein Fastmax-10er. Alles klar, wunderbar. Passt so. Einmal angefordert hier, Boden, Wut, Karre. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch mit den, also es war ja jetzt mal ein bisschen Outtake und das ist ja auch nicht so alle so, das mache ich eher selten, aber ich habe gedacht, das kannst du mal bringen, dann sehen die Leute auch mal, wie man so ein bisschen was testet, wie man ein bisschen was plant, ein bisschen was umstellt oder so, keine Ahnung. Und dann sehen wir uns in jedem Fall am Wochenende wieder. Danke übrigens für den tollen Twitch-Stream am Mittwoch, hat mich wirklich gefreut und ich hätte noch die ganze Nacht streamen können. Das war wirklich funny, muss ich sagen. Und wir waren auch richtig, richtig, richtig viele Leute. Das fand ich noch viel, 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 viel besser. Denn wir hatten mal so richtig viele Zuschauer. Also für mich als Twitch-Streamer ist das bombastisch, wenn ich dauerhaft, ich sag mal, über 50, 60, 70 Zuschauer da habe. Das ist wirklich, wirklich, wirklich krass und hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich denke, wir sehen uns am Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Läscht.